Ja, dann gehe ich nochmal da hinten hin und gucke, ob da ein 2-Sterne-Askwin ist. Da ist auf jeden Fall ein Krieger, der mich gesehen hat. So, gut. Und ich laufe mal hier so hin. In der Hoffnung, irgendeinen Askwin zu sehen. Nee, nischt. Dann hier nochmal. Da sehe ich einen Karamellkrieger. Den bringe ich auch nochmal eben um. So, daneben. Askwin. Ohne Stern. Wow. Shit. Shit, 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 shit. Nein! Ach man, Digga. Du sollst doch ausweichen. Weich aus, wenn ich es sag. Sonst werden wir doch sterben. So, ich gehe wieder auf meinen Stein. Bin ich ehrlich. Wo war der da? Huiuiui. Boah. Da sind dann doch plötzlich sehr viele Feinde auf einmal da. Gut. Nein, dahin wollte ich. Der Bogenschütze, ne? Und noch ein. So. Alter. Sind die penetrant, diese Bogenschützen, ne? Holy crap. So, saven. Energieschild. Wurzeln. Und weitergemacht. Vielleicht hier einfach nach unten geballert, ne? Steht er genau im. Es ist die Wurzel genau im Askwin und macht deswegen kein Damage. So. Sehr gut. Bringt den mal um, bitte. Oh. Eine Wurzel vernichtet. Treppe vernichtet, meine ich. Ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, das hält noch. Weil dann kann ich hier nämlich immerhin rüber jumpen. So, den Loot, bitte. Und ja, ich glaube, es wird aber gerade wieder hell, ne? Da ist der Krieger immer noch. So, komm mal her hier, dann mache ich dich platt. So, tschüss. Und dann gehe ich nochmal hier hin und hoffe, dass da einer ist. Den könnten wir, wenn wir es jetzt noch schaffen, ihn zu... Also, wenn da tatsächlich noch einer wäre. Da ist einer, ohne Stern. Den locke ich auch mal her. Weil, wenn hier schon zu viele Askwin sind, spawnen keine weiteren nach. Nämlich, leider. Daneben. So, den Rest gebe ich dir mit Frost. Tschüss. Und deinen Loot hätte ich trotzdem gern. So. Ja, aber ich glaube, es wird allmählich wieder zu knapp, ne? Ich gebe es trotzdem nicht auf. Go, go, go. Jede Chance muss genutzt werden. Dich bringe ich auch noch um. Damit du hier keinen Trouble machst. Tschüss. Aber ja, ich glaube, es wird gerade wieder hell. Ich kann viel zu gut sehen. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Gut. Ja. Aber das war auch nichts. Gut. Dann gehen wir nächstes Mal wieder ins andere Portal, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, beim anderen Portal war sogar noch einer mit Sternen, ne? Der hat uns umgebracht. Stimmt. Und den habe ich auch leider nicht umbringen können, weil wir ihn nicht wiedergefunden haben. Auch wenn er nur einen Stern hatte, weil ja nur die mit zwei... Huch! Oh! Weil ja nur die mit zwei Sternen in der Nacht spawnen. Also die mit einem Stern spawnen auch tagsüber. Eigentlich. Gut. Naja, was soll's. Ist es wieder nichts geworden. Da müssen wir mit leben. Hier rauf. Und jump. Und ab nach Hause. So. Sehr gut. Wir sind noch 17 Minuten gut ausgeruht. Das ist mehr als genug. Ich ziehe meine Krone wieder an. Und mache das Ding wieder an. Dann schmeiße ich den Stuff hier runter. Oh, ist das schon wieder viel gerausten, Alter. Was soll ich denn damit? Gut. Ja, den und den, den lasse ich mal so. Und so.
Und wir gehen wieder in die Ashlands, wa? Mistlands, meine ich. Ashlands waren wir ja gerade. Zapfi, na, wieder frei? Da muss er erstmal so seine Flügel so ausweiten. Sich erstmal aufplustern. Das ist doch eigentlich Plustis Ding. Na gut, wie auch immer. So, hier sind wir. Und ich erinnere mich, da waren Zwerge, die sauer auf uns geworden sind. Obwohl ich nicht genau weiß, warum. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht raus und bringen mich um. Oh, oh. Die waren hier, glaube ich. Ich habe natürlich Angst vor denen. Die sind sehr, sehr strong, wie wir wissen. Und können uns innerhalb kürzester Zeit plätten. Aber ich glaube, die waren noch unten im Keller gefangen. Da höre ich es brabbeln. Sind sie rausgekommen? Nee. Der Troll lebt noch. Okay. Aber sie sind unten gefangen, ne? Ich mach mal kurz den Troll weg. So. Weil der stört gerade nur. So. Ja, nee, 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 nee. Nicht weglaufen. Komm mal her hier. Tschüss. So. Und da nehme ich Feuerball. Und das kann ich dann da unten reinwerfen, ne? Oh. Sie brennen. So. Oh Mann. Das ist gemein. So. Hä, das brennt ja doch. Das hat gerade gebrannt. Obwohl wir nicht in den Ashlands sind. Also schon klar, ich mache mir gerade selber die Treppe kaputt, ne? Aber das können wir ja gleich wieder hinbauen. Sind die alle tot? Oder lebt da noch ein Zwerg? Hallo? Oh oh! Der lebt noch! Hui! Jetzt nicht mehr. Gut. Dann muss ich das Ding da zerstören. Mach ich das mal. So. Und dann kann ich hier das bauen. Nehme den ganzen Loot auf. Halt, ich baue direkt schon mal das Portal, weil wir müssen mal den Loot wegbringen, ne? Brr, damit. Huch, kein Platz im Inventar. Warum denn nicht? Ja, hier den Müll weg. So. Dann außerdem das weg. Und das weg. Und das weg. Da ist der restliche Loot viel, viel wertvoller. Hier haben wir außerdem noch ein paar Kisten. Da ist bestimmt Weichgewebe drin. Brr, damit. So. Sehr gut. Warum kann ich das Edelholz nicht mitnehmen? Ach, das habe ich ja gerade weggeworfen. Dann schmeiße ich lieber das weg und nehme Edelholz mit. Bin ich early. So, das hier auch noch. Gut. Und schon klar, wir haben uns jetzt den Weg nach oben zugebaut. Deswegen, wie viel Holz haben wir denn dabei? 10. Ich glaube, das reicht doch genau für ein paar Trampen. Dann mache ich das mal. Ich mach mal so. So ist doch gut. Und so. Ja, perfekt. Und dann kommen wir auch wieder hoch. Aber ich würde den ganzen Loot erstmal wegbringen, ne? Weil das sind vor allem sehr viele einzelne Sachen. Ah, warte, warte, warte. Ich gehe nochmal nach oben und hol mir erstmal die blaue Jute, die noch an den Wänden ist. Außerdem liegt hier noch Yggdrasil-Holz. Das können wir auch mitnehmen. So. Feuerball. Und let's go. Ach, da ist schon. Komme ich da dran? Nee, ne? Ja, ich kann nachher auf den Stein gehen. Ich mache erstmal alles weg. Da oben liegen die jetzt immer drauf. Da ist noch einer. Liegt auch oben drauf. Und der wird auch oben drauf liegen. Ja, gut. Und den hier habe ich schon aufgesammelt. Alles klar, dann gehe ich mal hier auf diesen Felsen. Und von dem Felsen springe ich dann auf das Dach hinauf. So. Na komm. Sehr gut. Und wenn ich hier stehe, kann ich das dann aufsammeln? Nee, ne? Ich muss immer runtergehen. Gut. So sei es. Blaue Jute ist natürlich, wenn wir schon hier sind, etwas, was ich auf gar keinen Fall zurücklassen will. So. Und so. Das hatten wir schon. Und hier noch. Zwei sogar. Hör damit. Und das war's, ne? Wir sind einmal rum, glaube ich. Jo. Gut. Dann können wir wieder nach unten. Und ich schmeiß das ganze Zeug mal in unser Lootloch, wa? So. Rübergerannt und runtergeschmissen. Zack, zack, zack. Den ganzen Krempel.
das hier, wo ich gerade das Zeug gesehen habe. Weißt du was? Kurz zu... Huch. Nee, das hier bitte auch unterwerfen. Und ich gehe noch mal kurz zur Nebelander-Base neues Harz holen. So. Hör damit. Hör damit. Und damit. War zwar nicht voll, aber passt schon. So, nochmal zum Blutloch kurz. Und das ebenfalls runtergeworfen. Und weiter geht's. Ich glaube, ich lasse den Stuff doch in der Kiste. Fällt mir gerade ein. Dann nimmt er doch ein bisschen Platz weg. Und wir wissen ja, dass es da ist, ne? Ich glaube, wir werden es nicht vergessen. So. Portal weg. Und das weg. Und hinauf. Ja, die Treppe lasse ich aber mal hier, ne? Das bisschen Holz. Und sag, wir haben alles fürs Portal dabei. Haben wir. Dann kommt das hier weg. So. Sehr gut. Dann haben wir die Ecke auch. Dann gehe ich hier nochmal das hier ab. Ich glaube ja nicht, dass da irgendwas ist. Aber wer weiß. Was ist das denn? Ach, ein Unterkiefer. Ja. Ach, das sortiere ich später sowieso aus. Das weiß ich jetzt schon. Gut. Aber solange wir den Platz haben, nehme ich es mal mit. Warum auch nicht. So. Und hier gehe ich mal auf den Boden, in der Hoffnung, da vielleicht einen Schädel zu finden. Hier so lang. Nee. Nichts. Auch keine Knochen oder so. Leider nicht. Hm. Na gut. Hier bei diesen Felsen, ne, habe ich immer so die Hoffnung bei diesen Schlachtfeldern. Aber keine Ahnung, ob da die Wahrscheinlichkeit überhaupt erhöht ist. Ich habe das Gefühl, nein. Ich glaube, diese Schädel sind wirklich absolut random. Das Einzige, wo man Glück haben kann, ist halt bei diesen Zwergencamps, die ausgraben, ne, diese Ausgrabungsstätten. Ich gehe mal hier, diesen Spalt hoch. Komme ich nicht, ne? So. Und hier lang. Und hier rüber. Damit wir den letzten Rest da auch noch erkundet haben. Da, ne? Da ist eine Lücke. So. War alles? Oder? Ne, da ist immer noch ein wenig am Wabern. Ein winziger Fleck. So. Sehr gut. Da, Zwergenbase. Hervorragend. Bitte seid nicht feindlich. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Bitte nicht gemein sein. Ich habe Angst. Okay, sie sind freundlich. Was, sie sind gerade mal angezettelt. Ja, das habe ich, aber woher weißt du das denn? Du warst doch gar nicht dabei. Also, es stimmt, aber... Dreist. Ist mir einfach vorzuwerfen. Selbst wenn es stimmt. Gut, hier. Viel Spaß. Der geht direkt auf deinen Schädel. So, halbes Leben abgezogen. Und tot. Weil das war ein Heilmagier. Sehr gut. Ich glaube, der wollte doch gerade seinen Zauber wirken. Um sich zu healen. So, und noch ein Dingens direkt. Oh oh. Gut. Ja, dann räumt mal auf, ne? Ich pack mal lieber meine Waffen weg, sonst greifen die mich gleich wieder an. Ja. Das ist natürlich, ist natürlich ärgerlich. Nee, nee, nicht auf mich. Nein, du sollst doch nicht nach unten gehen. Da sind doch die Feinde. Na gut, okay, Hauptsache er macht irgendwie Schaden. Vor allem, da der Heilmagier tot ist, sollte das, glaube ich, jetzt deutlich schneller gehen, ne? Oh, da war gerade ein Heilmagier. Ja, ich habe den Heilsound gehört. Die anderen Zwerge sind trotzdem alle down. Sehr gut. Oh Mann, der greift den Hasen an. Oh oh. Bitte nicht mich angreifen. Also, ich meine die Zwerge. Die Trolle werden mich angreifen, aber die Zwerge haben nichts gesagt, ne? Wie von wegen, na warte, das wirst du bereuen. Doch! Oh oh. Gut. Der hat sogar einen Stern. Das ist natürlich doppelt bitter. Aber ich glaube, das ist der letzte Zwerg. Alter, nur einmal kurz hier. Vor allem, ich habe ja nicht mal Schaden daran gemacht, ne? Und schon sind sie aggro auf mich. Aber schon ganz schön...
schnippische Zwerge, muss ich ehrlich sagen. Sehr schnell eingeschnappt. Ist er rausgegangen? Ja, ne? Na los, Alter, komm schon. Ich schmeiß mal einen Feuerball, damit er seinen Heilzauber wirkt. Wow, ich hau ab. Tschüss. Ich gehe nach hier oben und ihr kümmert euch bitte um den Zwerg. So, der ist nämlich im unteren Geschoss. Los, tötet ihn. Vernichtet ihn. Viel Fleisch. Na los, komm schon. Wo ist er denn? Treffen die den überhaupt? Ist er jetzt rausgerannt? Ich guck mal kurz. Weil, also ich will mich ungern mit ihm selbst anlegen, wenn er zwei, also nicht zwei Sterne, aber wenn er einen Stern hat, ne? Ey, dann macht sein Zauber uns ja mit einem Hit down. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber die Trolle nerven mich auch gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Weil die helfen mir irgendwie gar nicht. So, ich gehe mal hier hin. Da ist er doch. So, mach mal deinen Heilzauber. Und dann greife ich dich sofort an. Na los, tu es. Oder macht er das erst, wenn er weniger Life, also mehr Life verloren hat? Wenn er weniger Life hat? Gut möglich. Dass er so sagt, ab der Hälfte erst oder so. Na los, 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 los! Jetzt macht er es gleich bestimmt. Stirbt er? Nein! So wenig Life kann er noch überleben. Das gibt's doch nicht. Schnell, 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 schnell! Ha! Tot! Und jetzt bist du dran. Beziehungsweise ihr. Ja, ja, ganz ruhig. Weil dieser Blick von denen irgendwie, das ist so. Irgendwie so wohl aus. Naja, gut, okay, ist ja auch ein Troll, aber keine Ahnung. Hat irgendwie ein bisschen was Affiges, ne? So stelle ich mir einen Schimpansenschädel vor oder so. Keine Ahnung. So. Gut. Was ist denn das hier? Ach, wieder ein. So ein Teil von dem Körperteil. So. Und du kommst auch mal her, bitte. Oder bleib da. Mir völlig gleich. Tschüss. Loot. Dafür muss ich erstmal das Ding zerstören. Denn wir brauchen Platz in unserem Inventar. So. Ah, das war schon. Sehr gut. Dann das Ding. Schienes. Portal. Und hier hin. Dann haben wir nämlich mehr Platz. Und ich weiß, ich komme jetzt nicht mehr nach oben. Ich mach's mir einfach. Ich mach einfach den Boden weg. Oder? Ist doch einfacher, als jetzt eine Treppe zu bauen. Dann kracht es halt so ein. Ist mir doch völlig eine Bumpe, oder nicht? So, hier nochmal. Und nochmal. Immer noch da. Na gut. So. Und da oben liegt auch noch was. Huch, nein. Stimmt, die ganz obere Etage. Aber ich glaube, das ist nur Dach. Nee, doch nicht, da geht's hoch. Na gut, wenn es da hoch geht, dann habe ich nichts gesagt. Nee, warte mal, warte mal. Dann habe ich Sorge, dass selbst wenn ich jetzt alles abreiße, irgendwo an irgendeiner glitchy Ecke noch was hängt, was wir dann nicht mitkriegen. Ne? Und deswegen gehe ich doch mal kurz so hoch. Auch wenn ich mir das jetzt hier stark verbaut habe, so sei es. Aber ich will hier nichts übersehen. Ich mach mal... Ich gehe mal hier drauf, wenn das geht. Geht nicht. Dann baue ich hier ein Brett. So. Na komm. Ach, völlig egal, so. Und. So. Hä, warum kann ich da nicht anrasten? Keine Ahnung. Gut, wie auch immer. Hier oben sind bestimmt auch noch Kisten, ne? Nee, waren sie tatsächlich nicht.
Schwarzer Marmor. Hier ist der Laterne. 2. Ja, die kann ich auch mitnehmen. Da schmeiße ich mal das weg. Und hier schmeiße ich die Kupferschrottdinger weg. So. Ja, na gut. Haben wir das immerhin. Und aus der Etage ist aber alles runtergefallen, ne? Nicht, dass hier an der Kante noch irgendwie Weichgewebe liegt oder so. Da. Das meine ich. Her damit. Oh, kein Platz im Inventar. Holz weg. Weichgewebe her. Da hinten ist nichts mehr. Huch. Nee, aber da war auch nichts. Gut. Dann her mit dem ganzen Loot. Vor allem dem Weichgewebe natürlich. So. Und wir sind, ja, vollgestopft. Hier ist auch Weichgewebe. So. Noch irgendwo? Wegen Stacken? Ja, da. Von den Zwergen. Sehr gut. Da unten sind auch Zwerge gestorben. Vielleicht liegt da auch Weichgewebe. Ich guck mal. Energieschild. Ich guck mal nach. Das könnte runtergerollt sein. Ist es aber nicht. Chitinpanzer. Hier ist auch Gold. Das heißt, hier könnte es runtergerollt sein. Ist es aber auch nicht. Chitinpanzer nur. Nee, ne? Hier ist nix. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir gehen durchs Portal. Und bringen das, was wir im Inventar haben, schon mal ins Lootloch. Stimmt, das Kupferzeug. Hätte ich doch auch gesehen. Passt noch in mein Inventar. Hier auch noch. So, Kupfer. Sehr gut. Ja, ich könnte die Dinger auch noch abbauen, aber ich lasse das jetzt mal. Weil eigentlich auch Kupfer haben wir mehr als genug, ne? So, was sagt denn der Tacho? Ach, es regnet gerade. Ja, dann funktioniert die Uhr leider nicht. Schade. Und wir können auch nicht gucken, wo die Sonne ist. Also auch das funktioniert dann nicht mehr. So, weg damit. Das alles, das auch. Runder, so. Perfekt. Halt. Die Sehne kommt auch weg. Sehe ich gerade, so wie das hier. Und das fülle ich mal auf mit dem, was wir wirklich brauchen. Und zwar Ausdauertränke. Nehme ich mal 3 mit, warum auch nicht. Und Essen. Da nehme ich hier die Pilzshakes mit. Und zwar die Hälfte. Oh, er speichert. Kann es sein, dass es gleich Nacht wird? Das ist doch ein Hinweis, oder? Und das meine ich. Jetzt sind wir in der Base und er speichert. Da, laggedy lag. Hardcore lag. Danke für nichts. Aber gut, ich stelle mich mal kurz hier oben hin, um mich schon mal gut auszuruhen. So. Denn das müssen wir definitiv sein. Und dann hören wir wieder gut auf die Musik. Oh. Ich muss alles essen. So. Ah, jetzt gut ausruhen. Und dann mal gucken. Ich glaube, es ist aber noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich würde nochmal kurz zurückgehen. Und den restlichen Loot holen. Solange die Nachtmusik noch nicht begonnen hat. So, und zwar alles, was geht. Ja, obwohl ich den ganzen guten Loot eigentlich schon aufgesammelt habe, ne? Hier ist ja nur noch Holz und so ein Müll. Ja, hier ist noch eine Laterne. Kupferschrott wollte ich ja da lassen, weil davon haben wir viel zu viel mittlerweile. Und das nervt nur noch. Also es müllt einfach nur noch unser Lager zu. Was? Wer bist du? Und was hast du mit Raul gemacht? Das passt doch überhaupt nicht. Ist ja gut, ist ja gut. So, aber ich glaube, es lohnt sich nicht mehr weiterzugehen, ne? Oh, oh. Ich hab's brabbeln gehört. Hier ist irgendwo ein Zwerg. Oh, oh, da müssen wir aufpassen. Kann doch sein, dass es ein anderer Zwerg ist, weil da hinten war eine Laterne. Also so eine Schwadenlaterne. Irrlichtlaterne, die heißen ja jetzt Irrlicht, warum auch immer. Gut, wie auch immer, hindurch. Und ich hier gerade das Portal, die Nachtmusik beginnt. Die ganze Portalsequenz hat's... Da hört man's noch. Die ganze Portalsequenz hat's gebraucht. Und die Nachtmusik wäre fast vorbei gewesen. Da hat man gerade noch den letzten Ton gehört. Ah doch, da hört man noch einige Töne. Gut. Wie auch immer. Wir waren hier. Nee. Hier müssen wir hin. Ja. So. Here we go. Oh shit, natürlich. Es regnet. Oh nee. Bitte sag nicht, dass es hier dann auch das beschissene Wetter ist und wir dann deutlich weniger sehen. Ich hoffe nicht. Wie dem auch sei, wir gehen wieder auf Jagd. Ich würde mal unsere Standardrunde gehen. Hier lang.
Und dann so rum. Ich glaube sogar, ich lasse das Licht an. Das Schwadenlicht. Weil es tatsächlich für ein bisschen Licht sorgt. Fällt mir auf. Also eigentlich nervt es zwar meistens, aber hier ist es doch gerade echt passend. Da ist der Askwin. Wow! Direkt neben mir auf einmal. So. Ich bringe dich schon mal um. Ich glaube, das sollte ihn gekillt haben. Jo. Damit am Loot. So. Stein und... Ja gut, das muss ich sowieso nachher wieder aussortieren. So, wir gehen weiter. Ich habe doch das dabei, ne? Ja. Den mache ich schon mal so. Und wir gucken überall alles ab. Das sind Pilze, komm her. Gehen wir mit, wo wir gerade hier sind. Ich gehe mal hier auf den Stein und guck mich um. Na komm. Oh, ich sehe nicht da, ne? Man sieht nur schwarz. Oh, das ist so doof, ehrlich. Dass man die nur nachts findet, dann hätten sie die Nacht noch ein bisschen heller machen können. Gut.